So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und heute wird keine Truhenöffnungstag geben, da ich mich hier entschieden habe, doch keine Truhen heute zu öffnen. Und heute werden wir nur Tickets vollenden, also Puzzleteile vollenden und Tickets dann eintauschen und die Puzzleteile eintauschen in Tickets. Und als erstes machen wir dann die paar Tiere freischalten, die ich bräuchte für meinen Zoo. Und als erstes werden wir ja dann natürlich den, so, wo ist er denn? Eine Hyäne habe ich schon eine, ich brauche keine zweite vollenden. So, da haben wir das Tier, den Goldfellow. Tun wir schon vollenden, kostet mich ja nur 2000 Tickets, da ich ja schon einen habe und wir ja bald diese neuen Farbvarianten hier haben werden, ist es ganz gut, wenn ich so einen zweiten dazu habe. So, als nächstes schauen wir mal, was ich noch freischalten kann. So, Wölfe habe ich, einen Ocelot. Habe ich ein in Gehege irgendwo drin? Ja, da habe ich schon mal einen drin. Dann könnte ich einen zweiten auch vollenden. Da habe ich ja schon mal Bärchen. Oh, der Platz ist zu wenig. Muss ich dann vergrößern? Gut, mache ich dann später den Platz vergrößern. So, das brauche ich nicht. Ein Puma habe ich auch nur einmal. Ein Puma habe ich da den hier, den Lemur habe ich hier schon reingesteckt. Ach, hier ist der. Das ist der Leopard. Und das ist ja der Puma. Das ist ja Puma. Das ist ja was anderes. Ja, Puma, Puma, Puma. Ach, das ist der Luchs. Na gut, mit Puma kann ich erstmal noch nichts anfangen. Schneehase brauche ich nicht, Wildschwein. Hasen kann ich auch vollenden. Oh, Glückwunsch. Jawohl. So, dann habe ich ja drei Puzzleteile noch von dieser Katze hier. Habe ich auch schon von dieser Katze was freigeschaltet? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und da, ja. Eine habe ich ja schon. Das wäre dann die zweite. Aber da ich ja kaum Platz habe für die Tiere, dann muss ich erstmal warten, bis so, von den Gabelbock, von dem Gabelbock, da habe ich auch, glaube ich, irgendwo ein Tier. Das ist der Gabelbock. Nö, ich habe da nichts mehr. Also wäre ganz gut, wenn ich den auch freischalten würde. So, Gabelbock vollenden, der kostet mich nur 6.800. Jawohl. So, den Tiger muss ich auch noch vollenden. Enden, jawohl. Und da haben wir den zweiten Leopard vollenden. Und zweite. Das ist der afrikanische. Den auch vollenden. Den habe ich auch schon ein. Dann brauche ich es mal. Ja, komm. Tu mal den vollenden auch. Da kann ich hier nichts vollenden. So, eine Fischkatze.
müsste ich eigentlich auch enden. Der Commodore war dran, muss ich auf jeden Fall. So, jetzt habe ich nur noch ein Tier, was ich vollenden kann. Und da ist eine Menge Tiere, was ich auch noch vollenden könnte. Goldducky habe ich schon einen frei, den habe ich schon einen frei. Da habe ich noch einen. Oh, sind ganz schön viele Tiere, die ich noch vollenden muss. Ja, schwer, schwer, schwer zu sich zu entscheiden. Den Wassertier, Schneetier, Pinguin. Kaiserpinguin ist eigentlich sehr selten. Komm, machen wir mal den Pinguin. 8,5. Gut. So, jetzt, ach, warum mache ich das so? Jetzt tun wir mal die Tickets. Fangen wir mal hier ganz am Ende an. Ganzen Schrott, was wir nicht brauchen, tauschen. Jawohl, das sind nur läppische. Das behalte ich. Also tauschen. Ja, Wege behalte ich. Die Hasen brauche ich eigentlich nicht. Tauschen. Blumen, alles eintauschen hier. Und das können wir auch tauschen. Wege, diese Wegweiser braucht auch kein Mensch. Bänke werden auch nicht benutzt. Ziegen habe ich genug. Tauschen, so, was haben wir hier? Kaktus. Tauschen, jawohl. Pfau tauschen. Pferd auch eintauschen. Blumen könnte ich zwar vollenden, aber ich tausche die ein. Dann habe ich wenigstens bisschen Tickets zusammen. So, auch nur Krimskrams. So, die Trüge behalte ich. So, Laterne braucht kein Mensch. So, Rosenbusch Pink brauche ich nicht. Toiletten werden auch nicht benutzt. Tauschen, tauschen. So, das behalte ich. Das tausche ich ein. Den Trupp behalte ich. Das Spielgerät behalte ich. Behalten, behalten, behalten. So, tauschen. Behalten, behalten. Das können wir eintauschen. So, das können wir auch tauschen. Die Savanne hier. Das können wir auch tauschen. So, das ist ja kein Spielgerät. Ist ja nur eine Dekoration. Gibt schon etwas mehr Tickets. Tauschen, jawohl. So, das braucht man auch nicht. Ist ja auch nur Dekoration, Steine. Alles unnötige Sachen hier, die uns Spielern angedreht wird. Tauschen diesen ganzen hier, das können wir behalten. Das können wir tauschen, die Bäume tauschen. Dieses kleine Dekosachen. Die machen zwar hübsche, immer so, den Schrott brauche ich auch nicht. Macht zwar die Gehege hübsch, aber muss das sein? So, Sandsteinsäule. Dieses Putzelteil kann nicht getauscht werden. Ja, tauschen. Schade. Tauschen. So, Regenbogenscheiß brauche ich auch nicht. So, Wassermonster, Kopfteil brauche ich auch nicht. Tauschen. Das kann man ja nicht tauschen. So, Wildschwein. Vollenden will ich es auch nicht, also tausche ich das lieber ein. Wir haben zwar Wettbewerb zurzeit, aber
Leber züchte ich ein. Das ist jetzt unnötig, Tickets dafür auszugeben. Jawohl, so, Spinngerät behalte ich. Diesen Bogen braucht kein Mensch. Tauschen, hier Laterne, blau, das sieht zwar hübsch aus, aber das war's auch schon. Da wir im Zoo ja keinen Nachtrhythmus haben, braucht man auch keine Laterne. So, hässliche Regenbogen hier. Tauschen. Tauschen. Da sind zwar auch sehr selten diese Tauschen. Für die Sachen für die Eisgehege tauschen. So. Das Einzige, was ich nicht vergessen darf zu tauschen, ist dieser Hibiskus rosa, wenn ich das nicht schon eingetauscht habe. Ja, eigentlich könnte ich schon mal wieder freischalten. Ich habe ja schon ungefähr 6000 Tickets zusammen. Viel mehr wird es auch, glaube ich, nicht werden. Wieder so ein hässlicher Regenbogenzeug. Tauschen. Das auch eintauschen. Tauschen. Und eine Hecke. Schimpanse brauche ich auch nicht, habe ich ja schon zwei. Orchideen, ja, das sind die hier. Sind zwar hübsche Pflanzen, aber die verrecken sowas von schnell. So, das behalte ich den Druck. Zumindest bei mir zu Hause. Ja, jetzt habe ich umgeschaltet. Ja, eigentlich habe ich noch eine Menge Tickets, die ich hier noch so. Hier waren wir ja. So, das behalte ich. Das wird wahrscheinlich auch nicht tauschen. Ne? Geht. Tauschen. So schön wie die ausschauen, brauche ich zurzeit die nicht. Die Seerosen. Tauschen. Zu schnell, zu schnell. Das geht mir schon zu schnell. Tauschen. So, das sieht auch ziemlich groß aus, die Blume, aber bis jetzt brauche ich keine Dekos in meinem Gehege. So, Känguru brauche ich auch nicht. Tauschen. Bogen brauche ich auch nicht. Seidenpflanz, Alpenrose, was wir alles hier für Sachen drin haben. Tauschen. Können hier ruhig auf 20% erhöhen, dass man mehr Tickets bekommt bei den schrottigen Truhen. Fürs Geld, aber das behalte. Kann ich eh nicht eintauschen. Habe ich auch schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, denn das Tier. Tauschen, das Spielgerät. Sahne behalte ich. So, was haben wir hier? Eine Palme. Ja, es wird schon etwas. Hier Spielgerätfelsen behalte ich. Behalte ich. Das kann ich wahrscheinlich nicht tauschen. Tauschen, ne. Na gut, dann mache ich mal vollenden. So, das kann ich eintauschen. Ja, geht's weiter. Tauschen.
können das zwar alles vollenden. So, Spielbau, das behalte ich. So, tauschen, jawohl. Behalte ich, das kann man tauschen. Jetzt kommen wir so langsam zu den blauen Puzzleteilen. Behalte ich, behalte ich. Da gibt es wenigstens etwas mehr. So, tauschen, den Schweinchen. Behalte ich, behalte ich, behalte ich, behalte ich. Behalte ich, behalte ich. So, tauschen. Jawohl. Das behalte ich, behalte ich. So, eine Birke. Eintauschen. So, das ist ein Spiel. Wasserteil. Spielbogen. Ja, das ist ja nur. Das ist ja kein Spielgerät, das ist ja nur Spielbogen. Oder? Gut, behalte ich es da. Tauschen, jawohl. Eckzäune. Tauschen den Mist. Hier, Springbrunnen. Brauche ich nicht. So, tauschen. Tauschen, jawohl. So, den Gürteltier habe ich ja schon. Eintauschen. Von denen habe ich auch noch nichts. Tauschen, jawohl. Hier brauche ich auch noch ein Tier. Tauschen, jawohl. Dann geht es hier weiter. So, tauschen, ja. So, den kann ich hier auch tauschen, den Lux. So, Panther. Kostet ja Münzen, kann ich ja tauschen. Behalte ich den Spinnbogen, tauschen, jawohl. Das kann ich hier auch schon eintauschen. Ich habe ja zwei Stück davon. Tauschen, das brauche ich, brauche ich. Tauschen, jawohl. Jawohl. So, da muss ich eine Quest vollenden. Vollend 400. Komm, machen wir das mal rein. So, dann geht es hier weiter. Das kann ich auch tauschen. Das kann ich auch tauschen. Papagei habe ich auch genug. Tauschen. Oh, 2000, das ist super. Behalte ich, behalte ich. Behalte ich. Hier, wow. Also von den Puzzleteilen können wir echt viele gebrauchen. Die geben wenigstens gut. Tickets hier. So, zack, 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 Tiere. So, das tun wir auch noch eintauschen. Das kann ich auch eintauschen. Kostet ja nur Münzen, aber gibt gut Ticket hier. So, das muss ich hier auch noch vollenden. Da habe ich ja eine Quest, glaube ich. Quest, Quest, Quest. Da habe ich schon mal die Quest. Und da habe ich die zweite Quest. Also tun wir das Zeug mal vollenden. Egal, ob das jetzt nötig ist oder nicht. So, da waren wir jetzt. So, vollendet. 6800 ist natürlich viel Ticketzeug, aber egal. So, hier kann ich nichts. Behalte ich, das kann man tauschen. Das kann man auch tauschen. Auch nur grüne hässliche Zauberzeug. Tauschen. Tauschen, jawohl. Wieder so ein hässlicher Weges.
Flugzeug. So, Hibiscus Hotel Silrosa ist es. Das brauche ich nicht. So, Hibiscus Rosa. Na gut, werden wir dann schauen, wo sie das Ding versteckt. Alles unnötige Sachen hier. Da bin ich schon wieder so eine. Nessie Puzzleteil da. So. Toilette, Eisgehege. Oder besser gesagt, Eisumgebung. Wieder so Regenbogenscheiß. Jawohl. Die Blumen auch im Tausch. Von diesem Rettungsring, da kriegt man auch ziemlich sehr oft die Sachen. Ja, Tausch, jawohl. Da haben wir Hibiskus Rosa vollenden. Jawohl. So, tauschen. Jawohl. Ja, Fuchs haben wir auch schon. Auch noch Kleinkram, aber es kommt auf die Menge drauf an. So, Flamingo habe ich hier auch schon. So, das brauche ich hier nicht, Lila. Schafe haben wir auch. Bären haben wir auch. So, diese Bank tun wir eintauschen. Die Sachen eintauschen, den hässlichen Baum. Die sieht zwar hübsch aus, aber ich kann diese ganzen Deko-Sachen nicht gebrauchen. Tauschen, das kann man auch tauschen. Koala habe ich schon. Schneehasen kann man für Münzen kaufen. Das Zeug nimmt viel zu viel Platz weg und gibt nur 500 Besucherpunkte. Viel zu wenig. So, die Ente behalte ich erst einmal. Tauschen, jawohl. Tauschen, jawohl. Auch so eine regenbogenhässliche Bank. Das brauche ich auch nicht. Alpaka habe ich schon. Wolf ist ja auch eine Münztier. Kann man eintauschen. Das kann man auch eintauschen. Tauschen. Der Spielplatz tun wir auch eintauschen. Gibt es wenigstens super Tickets, Punkte dafür. So, das war's jetzt. Das war's jetzt. Jetzt können wir noch ungefähr drei Tiere noch freischalten. So, dann mache ich erstmal diesen Seeleopard. Vollenden, nicht tauschen. 8000. So. Dann machen wir den Wolf einmal frei, dann machen wir diesen Stier, habe ich auch noch einmal, auch noch mal frei. Dann machen wir den Capybara noch mal. Dann haben wir den Pampashasen. Vollenden. Dann haben wir den Goldtacking. Und dann haben wir hier so eine Prachteiderente. Und einmal Waschbären sind. Waschbären habe ich von den Waschbären überhaupt was? So, Tiere.
Waschbären sind hier. Gehen wir mal dahin. So, Waschbären sind ja Grasgehegetiere, oder? Oh, da habe ich ja sogar schon welche. Waschbären, Waschbären, da habe ich ja schon welche. Also kann ich die eigentlich schon eintauschen. Tauschen, jawohl. So, dann habe ich ein Dick-Dick vollenden. So, habe ich hier noch irgendwelche ledernen Tiere? Nein, das war's. Also ein Tier kann ich jetzt noch vollenden. Da mache ich, glaube ich, die Hyäne. Da habe ich einen schon mal drin und das andere habe ich noch nicht. Oder ich mache die Fledermaus. Die ist auch sehr selten. Mache lieber die Fledermaus. Vollenden. Jawohl. So, und das war's dann erst einmal. Mehr kann ich hier nichts machen, außer hier. Vollenden. 5000 Tickets brauche ich dafür. Braucht aber ganz schön viele Tickets. Braucht 8000. Gut. Das war's dann auch. Für die Tierchen. So. Pampashase. Pampashase war ja hier irgendwo. So, das wird man erst einmal hier schließen. So, Pampashase. Tada. So, hier haben wir erst einmal nichts mehr, was ich reinstellen kann. So, wer ist denn hier überhaupt? Hier ist der Dick-Dick. Dick-Dick. Da haben wir den Dick, den zweiten. Wartet mal, ich muss das erstmal so machen. Das ist dann viel besser. So, Goldtacken habe ich ja hier sowieso, glaube ich, noch keinen drin. Ocelot kann ich nicht. Capybara. Capybara, Capybara, da habe ich schon den einen. Da mache ich den zweiten rein. Das ist eine Dschungel, Dschungel, habe ich keine. Kein Platz für die Dschungeltiere. So, den Trundelwolf habe ich auch noch nicht hier drin stehen. Kein Platz dafür. So, das war es eigentlich für den Tieren, was ich hier so. Jetzt tun wir erstmal das Zeug hier reinstellen. Das Karussell hier. Hallo alle zusammen. Hallo alle zusammen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Also, meine Kleine, jetzt sag uns bitte endlich, warum wir alle herkommen sollen. Ja, wisst ihr, es ist so, ich werde gewegen. Ach, ich werde weggehen. Schlurz. Okay. Ich habe einen neuen Job als Fotografin für einen weltberühmten Magazin. Was? Warum willst du denn weg? Gefällt es dir hier nicht? Doch, natürlich gefällt es mir hier. Das ist der beste Platz für den ganzen Welt, der ganzen Welt. Aber wenn ich diesen Job annehme, kann ich auf der ganzen Welt Fotos machen. Ja, das klingt natürlich noch tausendmal besser. Ich könnte so viele andere Fotografen treffen und von ihnen lernen. Ja, naja. Also eine Chance darfst du dir keinen Fall entgehen lassen. Ja, und da gebe ich dir Willi so recht. Ja, pass auf dich auf, Liebes. Halt die Ohren steif. Schick uns schöne Postkarten. Und vergiss uns nicht. Seid nicht böse auf mich, weil ich so mit nicht mir nicht so verschwinde. So mir nichts, dir nichts verschwinde. Ja, so heißt das. Ganz im Gegenteil. Wir sind sehr stolz auf dich.
Da bin ich aber froh, Schnurz. Aber bevor ich gehe, habe Safmut und ich noch eine super Überraschung für euch. Tada! Ein super tolles Tierkarussell. Jawohl. Vielen Dank, Safmut, du bist der Hund. Ich krieg so einen goldenen Elefanten da. Das ist gut. Nunu, wer ist denn die Frau da? Ja, irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Oh mein Gott. Bist du das, Lena? Hallo Lucy, da, ich bin's. Ich bin wegen einem Termin in der Stadt. Ah, so sieht sie jetzt aus. Ah, ich hab dich so vermisst. Oh, ist doch gar nicht viel Zeit vergangen. Lass dich drücken. Was halt, stopp, du willst mich doch nicht mit deinen verdreckten Arbeitsklamotten umarmen. Doch. Ja, tut mir leid, du hast recht. Ja, versaut. Ich bin ja die schönen Sachen. Warst du schon bei Wiele? Ich war gerade auf dem Weg zu ihm. Oh, Lena, da bist du ja. Es tut so gut, dich hier gesund und munter zu sehen. Freut mich auch, hier zu sein. Los, komm, ich zeig dir all unsere neuen Tiere. Tut mir leid, Opa, ich hab leider gerade kaum Zeit. Ich muss noch zu zwei Terminen in der Stadt und habe. Heute Abend ist da noch diese Party, auf der ich mich sehen lassen muss. Aber ich komme so schnell es geht wieder vorbei. Ja, versprochen, Opa, bis dann. Ja, naja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Schade, dass sie so schnell weg ist. Oh. Sag mal, wollen wir sie nicht mit einem neuen Tier überraschen, wenn sie das nächste Mal vorbeikommt? Vielleicht bleibt sie ja dann etwas länger. Ich glaube, sie hat mal erwähnt, dass sie Biber wegen ihrer Zähne total klasse findet. Was hältst du davon? Ja, Biber sind schön. Okay. Ja, mal schauen. Tiere. Ja, Biber. Können wir schon mal 4 Stück kaufen. Aber nicht heute. So, als nächstes müssen wir ja dann diesen Grillplatz da platzieren. Da habe ich irgendwo Platz. Hier habe ich irgendwo, glaube ich, Platz gehabt. So, einmal Hibiskus Rosa muss ich dann noch platzieren. Ja, ist das Ding wieder mal riesig da. Oh, hey Safmo, hey Muffelmann, das hier ist schön längst überfällig, genau. Ich möchte Ihnen die Hand reichen und Ihnen das du anbieten. Ja, gut, ja, der ist immer noch nicht so. Ah, ja, ich denke auch, dass es an der Zeit ist, ja. Na, Gott sei Dank, jetzt kannst du mir deine ganzen Grundstücke kostenlos zur Verfügung geben. Ja, ich bin Mo Manfred. Oh, und das ist mir. Nanu, Lucy, wo kommst du denn so plötzlich hier? Darf ich sie auch Manfred nennen? Ja, das ist okay. Super. Und wäre Mani auch okay? Was? Mani? Also nein, das geht nun wirklich zu weit. Toll, jetzt können wir einen Grillplatz machen. Ja, haben wir jetzt. Grillplatz Party machen. Hey Onkelchen, hey Samford. Hallo Johnny, wie geht's dir? Mir geht's super, ja. Ich bin hier, um etwas zu bitten. Nach all den Aufregungen mit dem Ocelot hätte ich gerne welche in meinem Reservat. Würdet ihr mir 2 Ocelot-Babys geben? Ja, muss man erstmal züchten. Klar, Johnny, für dich kümmern wir uns. Gerne um Ocelot-Nachwuchs, ja. Oder Saufmut? Oh, das ist doch gut, dass ich den gerade freigeschaltet habe, den zweiten. Dann muss ich nur das Gehege vergrößern. So, jetzt muss ich nur noch dieses Hibiskus Rosa da irgendwo hier reinknallen, wo ich noch Platz habe. Da habe ich aber nirgends so Platz. Naja, stelle ich es mal hier rein. So,
Dann haben wir Hibiskus Rosa schon mal 6 Stück. Dann können wir hier noch dieses Teil hier noch einstellen. Und dann hat sich das erstmal erledigt. Dann können wir das hier noch einstellen, wenn schon da ist. So, zweimal Warane habe ich. Könnte ich anfangen schon mal zu züchten. Von denen habe ich hier auch jetzt noch ein zweites Tierchen hier. So, da, ja, muss ich auch noch vergrößern. Das Gehege. Ah, zwei Tiger. Mozzolot, das habe ich auch noch. Zweiten, da muss ich nochmal, glaube ich, das Gehege vergrößern. Wo sind die denn hin? Oder habe ich den rausgeschnitten? Ach nee, ich habe sogar eins von den Tieren. Aber ich brauche ein zweites. Naja, na gut. So, dann zeige ich noch einen kleinen Trick, was ich, besser gesagt nicht Trick, oder was mir heute widerfahren ist. Mit Truhen öffnen. Und das zeige ich euch dann gleich. Und zwar geht es um Truhen öffnen. Heute hatte ich irgendwie beim Truhen öffnen eine Verbindungsfehler, also WLAN ist bei mir ausgegangen. Und das stelle ich jetzt nach und mal schauen, was dann passiert. Es war sozusagen so, dass ich dann die Truhe geöffnet habe. Ich konnte mir die Puzzleteile alle anschauen und dann hatte ich plötzlich Verbindungsfehler gehabt und musste das Spiel ja neu starten. Und dann dürfte ich aber die Truhe wieder nochmal öffnen und dürfte mir auch die Puzzleteile wieder neu aussuchen, obwohl ich mir die schon angeschaut habe und das versuche ich jetzt hier so nachzustellen. Ich habe jetzt die Verbindung ausgestellt, gucke mir die Puzzleteile an und drücke aber nicht auf Belohnung abholen, sondern jetzt habe ich diesen Fehler, Verbindung getrennt. Und jetzt versuche ich mal das Spiel jetzt neu zu starten und Verbindung wiederherzustellen. Und dann muss ja eigentlich so sein, dass ich die Puzzleteile ja wieder aussuchen kann und nicht so wie vorhin. Ich mache jetzt noch einen kleinen Screenshot von den Puzzleteilen, die ich jetzt geöffnet habe. So, jetzt stelle ich mal die Verbindung wieder her, also die WLAN-Verbindung. Und dann, also normalerweise ist es ja so, dass da, wenn du die Puzzleteile eröffnest und du Verbindungsfehler hast, und das Spiel dann neu gestartet wird, dass es da eigentlich die Truhe dann automatisch sich öffnet und die Puzzleteile auch schon aktiviert worden sind. Jetzt ist irgendwie nicht so der Fall. Also ist irgendwie so ein kleiner Trick, womit man sich hier die Puzzleteile immer wieder anschauen kann und neu probieren kann, die zu öffnen, bis man mit dem Ergebnis sozusagen zufrieden ist. Was ich aber festgestellt habe, ja, beim zweiten Öffnen jetzt, dass sich die Position der Puzzleteile sich geändert hat. Also muss man sich sozusagen öfters mal diesen Trick benutzen, was wahrscheinlich nicht erlaubt ist, um dann diese Truhe dann mehrmals zu öffnen, um dann das Ergebnis, was dann dir am besten gefällt, dann so zu lassen mit der Truhe. Also die Puzzleteile dann so abzuholen, wie du das gerne hättest. So wie wir sehen, kann ich die Truhe wieder öffnen und da können wir sehen, welche Puzzleteile ich geöffnet hatte. Und oben links ist ja dieses war ja dieses Drachen hier Felsen. Und den öffne ich und da ist ja jetzt der Bogen, der Dschungelbogen jetzt drin, plötzlich. Also ändern sich dann die Puzzleteile, die Positionen. Also muss man sozusagen mehrmals probieren, bis man die Position bekommt, die man gerne hätte.
oder die Puzzleteile, die man gerne hätte. Aber man kann auf jeden Fall mehrmals probieren, das so zu machen. So, das war's dann eigentlich, was ich euch jetzt hier zeigen wollte, mit dem, was mir widerfahren ist. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.